Und ein herzliches Willkommen zurück zu Rise, Son of Rome. Aus Rom, mit von Lyher Gameplays als Hobby. Wer den letzten Teil gesehen hat, weiß, dass es jetzt langsam zur Sache geht. Wir haben uns als Damokles jetzt verkleidet, ausgegeben, wie auch immer. Und wir sollen jetzt unsere Kampfkraft natürlich auf die Probe stellen, damit wir irgendwie bei einem Kampf oder sowas Turnier mitmachen dürfen. Und, aber bevor wir das jetzt machen, gehe ich jetzt erst nochmal hier hin. Wir haben 254.044 Ehre. Da können wir doch bestimmt ein bisschen was lernen. Und da schauen wir doch jetzt mal, was wir hier machen können. Wo sind wir hier eigentlich? Gesundheit. Na gut, Doppelhinrichtung machen wir eigentlich eher weniger. Schaden. Plus 11. Mit Ehre kaufen. Hammer gekauft. Sehr schön. Hier geht einfach gar nichts. Wir kaufen jetzt einfach mal irgendwas. Was haben wir denn hier eigentlich noch bei Fähigkeitenverbesserung? Nichts eigentlich. So, das haben wir jetzt auch schon mal alles voll. Okay, mehr können wir glaube ich nicht. Wir haben jetzt noch 20.000. Keine Ahnung, was wir da jetzt noch machen können. Hier gibt noch das hier und das kostet alles 30.000. Gut, Gladiator machen wir ja nicht. Alles klar, wir fangen jetzt mal an und machen jetzt einfach mal weiter. Falls ihr mit den Regeln nicht vertraut seid. Angriffe von hinten, Tiefschläge, Augen ausstechen, vergiftete Klingen. Tut all das, mir soll's egal sein. Shake! Eine fantastische Ich bin Damokles. Lasst mich in Ruhe. Nicht in der Helden von Batavia hin. Okay. Und hingerichtet. Du, mein Freund, hast Potenzial. Du bist fantastisch. Natürlich bin ich fantastisch. Der Sache etwas wird. Für die nächste Vorstellung begrüßen wir zwei Streicher. Romulus und Remus, die karthagischen Totschläger. Okay. Hallo. Machen wir es dir mal nicht zu leicht. Danke. Zeit für die Aufspießer. Oh!
Hi, ich hi? Ich wollte eigentlich gerade ausweichen, aber ging irgendwie nicht. Dann noch voll getroffen. So, der eine schon mal hin. Und tot mit dir. Bravo! Bravo! Das war ein skandalöser Spaß, Blinger! Besuch mich in meinen Gemächern. Du willst für deinen Kaiser kämpfen. Und das sollst du auch. Gelange zum Kolosseum. Hey, wir dürfen wirklich ins Kolosseum. Wie geil. Hier ist deine Bestätigung. Verliere sie nicht. Du hast das Töten zu einer Kunst gemacht. Ich hingegen pflege andere Ausdrucksformen. Hier einige meiner neuesten Werke. Ich bin gerade fertig mit dem letzten Feinschliff. Ein Geschenk an meinen Vater, den Kaiser. Ein äußerst großartiges Werk, wie ich zugeben muss. Mit einer versteckten Überraschung. Einem kleinen Hohlraum in seinem Kopf, der Tränen aus feinstem Weißwein als Symbol der Liebe zum Reich vergießt. Obwohl es wahrscheinlich alles Mögliche vergießen könnte. Alles? Okay. Blut. So viel Blut. Huch. Graue Berge lasten auf dem Senat. Die Straßen. Die Straßen Roms werden rot sein. Rot vom Blut. Ich sah dich in meinen Träumen. Schneid mich los, wenn du deine Zukunft erfahren willst. Gefallener Held Roms. Geist der Vergeltung. Damokles wird vom großen General Marius gerichtet. Dieser General wiederum von Damokles. Kaiser Nero. Er stirbt nur durch sein eigenes Schwert. Du kannst ihn nicht töten.
Und deswegen hat er Kopftränen geweint. Bluttränen. Commodus war der Nächste. Er wollte hier im Kolosseum ganz Rom seine großen Siege präsentieren und unsere Taten für die Seinen ausgeben. Ich würde mir das Recht verdienen, gegen ihn zu kämpfen und Rom von seinem Gift zu befreien. Es war Zeit für Vergeltung. Tja, und willkommen bei Gladiator mit Maximus. Wie geil, ey. Jetzt sind wir doch tatsächlich hier unten im Kolosseum. Man darf echt gespannt sein. Und ich bin auch mega gespannt. Oh, wir haben hier Pilums. Sehr schön. Die können wir wohl gebrauchen. Darf ich die hier alle umbringen dann, oder? Mal schauen, hier gibt es auch unten bestimmt auf jeden Fall noch was zum Einsammeln. Hier zum Beispiel ein Schild. Ich nehme mal oben, also ich nehme mal an, oben im Kolosseum gibt es auf jeden Fall nichts einzusammeln. Aber dafür hier unten, ja. Es kommt mir schon fast so vor, dass wir fast fertig sind mit dem Spiel, mit der Kampagne. Und ich muss sagen, das Spiel ist ammergeil. Kannst kaum erwarten, da rauszugehen. Du hast doch keine Ahnung. Du wirst in der ersten Runde abgeschlachtet. Ich habe in jeder Arena gekämpft und lebe immer noch. Das ist das Kolosseum. Du bist nicht hier, um zu kämpfen. Du bist hier, um zu sterben. Die kommen wohl mit mir. Ich mache mal meine Kamera aus, denn jetzt kommt mit Sicherheit eine Filmszene. Oh Mann. Die Spannung steigt. Kloppen sich da unten schon, oder? Oh, was gibt's denn hier oben? Ach ja, hier gibt's noch was einzusammeln. Okay, ich würde sagen, wir stürmen jetzt mal Hals über Kopf rein. Los geht's. Wow, wo kommt der schon wieder her? Yeah!
Boah, ich drücke alles so verkehrt, das gibt's doch nicht. Hey, mal was Richtiges gedrückt. Ich wollte eigentlich gerade weg. Ich kann nicht weg. Was ist denn jetzt los? Ah, ich drücke die verkehrten Knöpfe. Ich habe meine Finger falsch angeordnet auf der Tastatur. Geil. War eine Hinrichtung. Also, nicht von mir? Geht doch. Doch, nämlich leben. Na gut. Vielleicht trifft es sich auch ganz gut. Wir sind jetzt bei... Wer wird sich in der Arena behaupten? Ich werde jetzt... Wer wird sich das Recht verdienen? Ich werde den Teil hier jetzt einfach abbrechen. Den einzigartigen General Commodus. Denn... Kampf. Ich hab mir gedacht, vielleicht ich weiß nicht, ob es dann der letzte Teil wird, keine Ahnung. Aber in 2,5 Minuten werde ich das hier auf jeden Fall nicht schaffen, denke ich mal. Und wir sind jetzt bei 17,5 Minuten. Gut, dann geht der Teil mal so 2 Minuten kürzer. Aber wir machen beim nächsten Teil weiter. Dann können wir wenigstens ohne Unterbrechung diesen Kampf verfolgen. Im Kolosseum. Von daher, wenn es euch gefallen hat, einen Daumen nach oben. Ihr dürft mich gerne abonnieren, wenn ihr das noch nicht habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Kampf im Kolosseum mit von Lyra Gameplays als Hobby bei Wise Son of Rome. Auf Wiedersehen. Viel Spaß noch. Tschüss.